Da bin ich wieder. Hart zur Sache heute, ne? Und zwar mit meiner Kooperation mit der Firma BB Craft. Da habe ich heute ein Päckchen bekommen und das packe ich jetzt mal mit euch aus. Da durfte ich mir dann halt auch, ne, wie sonst, ne, aussuchen. Ich will jetzt nicht in dem Ende Video vor allem anderes Werbung machen. So, da habe ich als allererstes. Ah, da sind die Dinger drin. Warte mal, jetzt mache ich die erstmal da. Habe ich mir diese tolle Perlchen ausgesucht. So, Moment, ich versuche. Ah, Moment, ich nehme das Licht nochmal einmal an. Und Fokus. Guckt euch die mal an. Hä? Sind die nicht traumhaft schön? Sind die nicht der Wahnsinn? Guckt euch das mal an. Meine Güte, die sind ja immer toll. Also die gefällt mir ja immer so richtig gut, ne? Die habe ich gesehen, ne? Und da habe ich sofort gedacht, warte, Moment, nochmal Fokus. So, schau mal an, ne? Wow. Die finde ich ja immer richtig toll, ne? Genau, das sind die Perlchen, da. Und dann. Dann fokussieren wir noch gar nicht, ne? Und dann habe ich mir die Stanze da mitgenommen. Warte, ich schaue es mal gerade raus, dass man besser sieht. Aber ich hatte gedacht, die wäre größer jetzt, ne? Das sind jetzt kleine Blümchen, ne? Ah ja, das ist für Karte und so, ist das ja auch optimal, ne? Die größte, ne? Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob da die Nummern sind. Aber ich verlinke ja die Sache unten nachher, ne? In der Infobox. So, machen wir das nochmal drin. Ist doch auch, also Wahnsinn, ne? Wahnsinn, die finde ich immer so richtig toll. So, dann habe ich mal diese Knebelverschlüsse mit Gold. Und ich habe mir gedacht, ne? Moment, ich zeige es euch nochmal, hol es nochmal raus. Die sind ja wirklich so toll. Ne? Also die haben mir so gut gefallen. Ne? Da will ich gerne damit so Armbändchen zum Beispiel machen. Gut, ich habe jetzt auch nicht, aber jetzt nicht gewusst, dass das so riesig ist. Ne? Aber mein Gott. Hier wäre schon was drin, wo man damit verknaube, ne? Warte mal. So, haben wir den raus. Dann zeige ich euch mal, wie der Verschluss ist. Also so sieht das aus. Moment, ich muss noch mal tippen. Vielleicht sieht man dann besser. Jawohl, guckt euch das doch an. Bildschön. Na, und dann stoppt mal den Verschluss dann so da durch. Na, also da hat man Etikett dran, also da die Schnur dran. Und dann stecht man den so drin. Und dann ist das Armband zu. Oder Etikett oder wie auch immer. Ne? Genau, und so Verschlüsse finde ich ja so richtig toll, ne? Da hatte ich nämlich mal Armbändchen, so Battle-Armbändchen, aber das war nicht echt leider, ne? Und da ich ja selten Schmuck wechsle, also ich frage immer den Schmuck, wo ich dann habe, ne? Wenn ich immer ausziehe, ist er weg, ne? Ich habe die ganze Zeit Ring. Wenn ich eine immer ausziehe, dann habe ich eine Woche lang nicht. Und dann, wenn ich dann suche ich eine nochmal und dann ziehe ich eine nochmal an. Für Zeit lang war schon so, geht das bei mir, ne? Katastrophe. Gut, Armbändchen und so. Jetzt hatte ich ja Armbändchen gekriegt. Wenn ich die anlasse und mit dem Hund zänke, da robbt er mir die kaputt. Ne? Das ist halt dann schade. Ne? Das ist dann natürlich nicht so schön. Dann habe ich mir dieses. Oh mein Gott, guck mal, der Donut. Ach Mensch, das stelle ich immer nicht so dran, hey. Toll, oder? So, dann schauen wir mal, was da da ist. Was da alles drin ist. Also, als erstes ist da so ein Samtbeutelchen drin. Mein Gott, ist der toll. Ein kleines Samtbeutel. Dann. Dinger, wie heißt es so? Naja, ihr wisst schon. Verbindungsringe. Das ist ja mal toll. Oh mein Gott, das ist ja mal toll. Ha!
Ach, schade, Mensch, Fokus, lass mich da jetzt hier nicht andauernd an die rumfummeln, ey. Guckt mal, das ist für Schlüsselanhänger, so mache das Set. Nein, das ist dann so, wie nennt man die Dinger? Halt so Set, DIY-Set praktisch, ne? Da ist Popcorn. Da ist ein Cupcake. Klotz mal, wie süß. Mensch, das Kinder, da macht doch noch vorwärts. Lummer. Sind die nicht putzig? So, guck mal. Hä? Wow. Also ich lasse da mal ein Bild, das ab scharf bleibt. Dann den da mit dem lilane Unterteil, also Dingsbumster. Ich lasse den mal ein Bild. Dann bleibt scharf. Oh, der ist ja mal so toll. Ich glaube, ich mache mir doch Kit damit, ne? Ist der nicht süß? Oh mein Gott, den muss ich mir als Cat machen. Oh, mein Tablet macht bekloppt. Guck mal. Oh, der ist süß. Oh, den mache ich mir als Cat. Was ist denn da? Ah ja, okay. Dann, komm her, warte. Jetzt sortiere ich hier mal ein bisschen rum. Moment, ich tue das nochmal. So, warte, jetzt sortiere. Oh, was ist denn da da für ein tolles Ding? Ach, guckt mal. I love you. Scheiß da, ey. Guckt mal, I love you. Und auf der Rückseite steht dann irgendwas. Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen, aber guckt mal, da ist wie so ein Notizblock gemacht. Ist das nicht der Knaller? Ich glaube, das muss ich ein bisschen verschieben. Weil da eine hängt drunter, oder? Ah ne, das ist so. Jo. Ist das nicht toll? Das gibt es dann zweimal dabei. Guck mal, und das ist dann noch so umgeknickt. Oh mein Gott, ist das toll. Also, das habe ich gar nicht auf den Bildern so gesehen, ne? Dass das so schön ist, ne? Dann, komm, ich lehne mal es auf die Hand. Das da. Da. So. Die sind auch zweimal da drin. Dann. Belief. Ist dann zweimal, dreimal, ja, dreimal drin. Da lädt noch ein kleiner Ring. Moment, da lege ich jetzt schon mal da ohnehin. Oh, da ist ja mal so toll. Dann haben wir hier noch einen Turnschuh. Da ist bestimmt Jordan. Mein Sohn ist ein Freak, der sammelt Jordan-Schuh. Katastrophe. Jordan und Yeezys mittlerweile auch noch. Ne? Wer nicht weiß, was das ist, soll es vielleicht mal googeln und dann sehen wir mal, was für Preise die Dinger haben. Ne? Da fliegt der Tobi fort. Ne? Also, ich würde im Leben kennen, so deren Schuh kaufen. Ne? Und da ist jetzt auch nur der Overkracher. Hupsa, kommt da hin. So. Guckt mal. Ich Kronkorke. Mensch, ist das toll, ey. Die hat ich nicht gesehen. Ich habe da Set wirklich nur geholt wie deine Cupcakes. Ich habe das gesehen, dass das so Schlüsselanhänger-Set ist mit Cupcakes. Und da habe ich für mich gedacht, ja, na, holen wir mal mit, ne? Guckt mal. Dann noch da. Zweimal. Ist doch toll, oder? So, warte, da lege ich jetzt mal da hin. Und dann, da sind dann die Anhänger-Dinger, ne? Das hat dann auch verschiedene Sorte. Also den da, dann so einer, dann noch einer von denen. Das sind drei von denen halt, ne? Und zwei, ne, an drei von denen. So, da, siehst du. So. Wow. Also, ey, da ist der Oberkracher, also der da, den mache ich mir als Kette. Das auf jeden Fall. Ne? Das ist ja so was Schönes. So, weiter. Da stoppe ich jetzt da in der Tütchen drin. Moment, ich mache mal scharf. So, das ist ja nervig da, oder? Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich da drauf gedrückt habe, da fokussiert er nämlich selber. Ne? Dann macht er nur noch was, was ich dann mache. Ja, dann, das mache ich dann da in der Tütchen drin.
So. Also, wie süß. Ich bin total fasziniert. Ups, ich bin total fasziniert, ne? Also hammerhart. Da könnte ich ja jetzt ausflippen, ne? Die mache ich auch darin. Schwupp. Oh, den lasse ich draußen leer, dass ich dran denke. Der ist ja mal so süß. So, dann gehen wir mal durch, ne? Also, das ist praktische Schlüsselanhänger DIY-Set. Ich zeige mal, siehst du DIY. Wie gesagt, ich verlinke die Nummern. So, und dann haben wir das letzte. Und zwar Dingsbumsringe. Binderinge. Sind das Binderinge? Ja, ne? Ich glaube, die nennt man so. Die anscheinend in verschiedene Farbe. Also in dem Silber. In dem Gold. Und das sind dann, wie viel, warte mal, ich schätze mal gerade aus. Ich gucke mal gerade, wie viel Größe das sind. Also, das sind einmal. Ich glaube, das sind 2, 3, 4 Größe, 5 Größe. 1, 2, 3, 4, 5 Größe. Na, und dann ist dann jeweils in Gold. Große in Gold. Ich tue euch mal gerade Messer dann, wie groß die sind. Also was für Durchmesser die haben, ne? Und in Silber. Mein Gott, wie toll. Komm, ich messe das mal gerade. Also, wie gesagt, die sind dann halt in Gold und in Silber in derselbe Größe da, ne? Ich lege das jetzt mal gerade dahin. Dann mache ich nämlich nur eine Seite, also eine Packung auf. Ja. So, Moment, schon mal das Metermaus. Eine Lineal. So, also erstmal den großen Messer. Also der hatte Größe von 4 cm, ne? Also das ist schon stattlich, sage ich jetzt mal, ne? 4 cm. Dann haben wir hier einer von, ja, drei, sagen wir mal 3 cm. Ne? Also seht ihr mal, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, so jetzt, ne? Also 3,2, was weiß ich. Man sagen jetzt einfach mal 3, dass man Anhaltspunkt hat, wie groß die sind. Ne? Also die haben dann 3 cm. Dann ,5, denke ich mal, oder ja, halt zwischen 2,5 und 3. Sind die nicht dieselbe da? Ne, die sind kleiner. So halt, ne? Mensch, ist keiner. Gäf doch scharf, ich habe voll. Und dann die da. Ich schwitze wie ein Schwein, ne? Oh, leck. Also, da ist schon ganz schön anstrengend. Ne? Ich habe ja so lange, wo ich dann so keine Videos mehr mache, ne? Großartig jetzt hier so, ne? Da ist dann 2 cm. Da komme ich schon ganz schön in Schwitze, ey. Ohne Scherz, ey. Ne? Ich schwitze, als wäre ich jetzt 50 Mal die Treppe rauf und runter gelaufen. So. Und die da. Ups, also ja, ne, also Innendurchmesser ist 1,5. Jetzt komm mal da hin, ey, was ist mit dir, ey? Was ist mit dir, zu allem zwinge? Ne? So. So ist das. Und die sind dann in Gold und in Silber. Ja. Soll ich euch gerade mal noch die Perlchen ausmessen? Komm, ich versuche das so in der Packung, dass man so in der Packung sieht. Das sieht, also ihr seht, das sind wie groß die sind, ne? So war ich halt dahin. So. 8 mm Kinder sind, ne?
Ja, die. Und jetzt tue ich euch noch gerade messen, wie groß für eine Stanze die größte ist. Na, dass ihr das auch mal wisst, weil ja, wie gesagt, Mensch, dann macht doch scharf. Oder wie gesagt, also die größte ist, ich möchte das mal, wie mache ich das so? 3,5. Die kleinste ist 1,2. Ja, ne? Dass ihr seht, wie klein die jetzt sind. Ne? Also ich habe gedacht, sie wäre größer. Aber wie gesagt, für auf Albe und so weiter, auch auf Karte, ne? Optimale Größe, denke ich mal. Ich habe sie noch nicht gestanzt, das mache ich nachher. Und dann sehe ich es ja. Gut. So, warte. Jetzt habe ich, nehm ich die Tüte mal auf die Seite. Sorry. Genau. Das ist mein Unboxing von Baby Craft. Auch hier zeige ich euch noch, wie heißt Craft Update, ne? Gut. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Also für heute mal durch mit Unboxings, glaube ich. Doch, ne, jo, nehmen wir sind fertig. Und ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.